Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir die Ruhe der Toten gestört. Nein, haben wir nicht. Aber wir sind, haben den Friedhof mal besucht. Haben die Kirche gefunden, die wir suchen müssten. Wo sich angeblich Ashley drin befinden sollte. Und, aber wir kommen nicht rein. Wir brauchen dafür irgendwas, um die Tür öffnen zu können. Und das werden wir tun. Das werden wir tun, meine lieben Leute. Im letzten Part haben wir auch noch den Punisher bekommen, nachdem wir insgesamt 10 blaue Medaillen abgeschossen haben. Wir haben sie gefunden. Wir haben uns die Punisher gekauft. Die war umsonst. Aber wir haben sie danach wieder verkauft. Oder zumindest ich habe sie wieder verkauft. Ja, habe ich getan. Der Teufel sei mir hinterher. Ja, der Teufel soll mich holen, ich weiß. Okay, vielleicht stört es auch den einen oder anderen nicht, vielleicht stört es auch die meisten nicht. Aber wie gesagt, ich kann mit der Punisher irgendwie... Ich persönlich kann mit der Punisher gar nichts anfangen. Also von daher, ich hoffe, ihr seid mir da echt nicht böse. Aber dafür haben wir genug Cash. Also dafür haben wir auf jeden Fall genug Geld. Können dafür auf andere Sachen sparen, zum Beispiel unsere Waffen aufzubessern oder andere Sachen zu kaufen, die halt viel cooler sind. Genau. Ich würde sagen, weiter geht's. Gehen wir hier durch. Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch. Oh ja. So, was ist hier? Pesetas, ganz viel Cash, Geld, Pistolenmunition und sonst ist hier nichts. Okay, sehr gut. Okay, dann weiter geht's. Oder ist hier noch was? Ist hier noch irgendwas Schönes? Irgendwo? Blaue Medaillons oder sonst irgendwas? Irgendwas, was ich verpasst habe und bisher noch nie gesehen habe. Ich schaue mich anscheinend jetzt hier zum ersten Mal richtig um. Ich sehe schon kommen. Scheiße. Köpfe hoch. Oh oh. Ja, Köpfe hoch. Fuck. Da wird man sogar noch drauf hingewiesen, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh shit. Oh shit, Indiana Jones like Teil 2! Ah! Leon, lauf, Forrest, lauf! Boah, Alter. Alter, das sind solche Freaks, ey. Das sind aber richtige Arschlöcher. Oh, guck mal. Cool. Sehr, sehr cool. Wenigstens etwas, was positiv ist. Außer der da hinten, der kommt mir nicht so sympathisch vor. Oh, schade, wir haben nur 2 Schuss. Nur 2 Schuss. Aber komm, den treffen wir. Bäm! Sehr gut. Da treffen wir den einen da hinten auch. Bäm! Ja, Mann. Haha. Sehr schön. Sehr schön. Ah, da hinten sind welche. Da hinten auch. Ha, getroffen. Den hat's erwischt. Außer den da hinten leider nicht. Der wird uns garantiert verpetzen. Sag ich doch. Ha, Schlange erwischt. Ja, Mann. Sehr schön. Wow. Alter! Du Arschgesicht! Boah, hab ich mich erschrocken! Boah, du... Boah! Alter! Das ist doch nicht dein scheiß Ernst hier! So! So macht man das! Heutzutage! Na, wo kommen die? Wo kommen alle her? Na, wo kommt ihr alle her? Na komm! Da bist du. Guten Tag. Bam. In your face, Alter. So. Weg mit dir. Alter. Alter. Das war ja mein Akt. Oh nein. Ich sehe schon, kommen die Nächsten kommen. Und wollen mir ans Leder. Dann sollen sie ruhig kommen. Sollen sie doch,
sollen sie ruhig kommen. Die können ruhig alle kommen. Kein Problem. Wollen wir ihnen nochmal zeigen, wo es lang geht? Hallo! Guten Tag! Bäm! So geht das. Oh, warte mal. Wir haben ja ein bisschen TMP-Munition. Können wir die auch mal verschwenden? Tot. Nein, doch nicht tot. Bäm! So. Oh oh. Ja, warte mal. Ich will aber nicht so viel verschwenden. Tut mir leid. Bäm! Boah, weggekickt. Ins Wasser. Bäm! Auch ins Wasser gekickt, Mann. So geht das. So. Kommt noch mehr? Oder kommst du hoch? Was? Red mal Englisch oder Deutsch mit mir. Eins von beiden, aber bitte in einer Sprache, die ich verstehe. Oh, bist ja hochgekommen. Das wäre nicht nötig gewesen. Was? Oh. Guck mal, der wollte mit mir Bahn gehen. Bäm! Boah. Alter, das sah brutal aus. Nee, da kommen wir gar nicht mehr hoch anscheinend. Oh, da kommen schon die Nächsten. Na komm. Ihr könnt euch eine Ladung Schrot abholen. Bäm! In your face, Alter. So. Gehst du wohl weg? Oh nein. Nein? Bäm! Ja, Mann. Oh, wie eklig. Richtig eklig, Mann. Ja, komm. Komm her. Oh, fällt er erstmal hin. Meine Güte, ich bin aber auch enttäuscht. Oh, Post, evil Butter. Was? Was heißt das? Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Komm, wir machen uns mal einen kleinen Spaß. Komm mal her. Ach Mann, daneben. Ja, das war daneben, Leon. Leon, ey. Hier. Oh, das war ja billig. Das war ja langweilig. Mann. Oh Mann, da will man die Eier mal auf die Leute werfen und dann geht's nicht, weil. Ja, weil halt, ne? Oh! Ein weiteres Ei, aber ein braunes. Oh Mann, ich will. Braune Eier will ich ja nicht so gerne abwerfen. Braune Eier sind, oftmals. Unvorstellbar! Lebensretter! Ja, okay, geh durch. Wow! Einer! Nein! Boah! Ey, du Arsch, Alter! Du Arsch! Du Blödmann! Ich kann nicht treffen! Doch, ich kann treffen. Aber du nicht. Na komm. Oh, mein Face, Alter! Tot. Nein, doch nicht tot, der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh Gott, Alter. Hab ich mich erschrocken, ey. Alter. Erschreckt euch mal. Nein, erschreckt mich mal. Haben sie gut getan. Brandgranate. Sehr schön. Aber warte mal. Ah, guck mal hier. Ein Vogelnest. Da ist ein Schatz runtergefallen. Den will ich haben. Den will ich haben. Gib mir den Schatz. Gib mir den Schatz. Give me this. Oh, du erhältst antike Pfeife. Die sieht sehr antik aus. Leon, willst du eine rauchen? Meine Raucherlunge macht das nicht mehr länger mit. Nein, Spaß, Leute. Ich rauche nicht. Nein, sowas tue ich tatsächlich nicht. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall nicht. Auch wenn es vielleicht manchmal so klingt. Aber nein, tue ich nicht. Sowas tue ich nicht. Davon halte ich mich so weit wie möglich fern. Also, sowas kommt nicht in meinen Mund. Nee. Nee, nee. Die Eier sind da! Och nein, oh, bin ich doof. Ich hätte ihn da reinlaufen lassen können. Och Mann. Ja, Chance verspielt. Ja, ich würde sagen. Oh, das war auch unvorstellbar. So. Weg mit dir. Wie die immer stöhnen. Wunderbar.
Ah, hässlich! Bist du ein Zombie? Nein, bist du nicht. Du bist ein Depp! Ein richtiger Volldepp. Oh, meine Knochen! Meine Gelenke! Oh, tot. Ach, Mann, ey. Das sind aber auch Chaoten hier. Nein! Ah, scheiße! Ah, ich war irgendwie unvorbereitet gerade, die Schlangen zu töten. So, jetzt wisst ihr aber, was passiert, wenn man von der Schlange getroffen wird. So. Und was passiert, wenn man sich mit Leon als Kennedy anlegt? Oh, ein Hühnerei. Das können wir für den nächsten Dorfbewohner eventuell aufheben. Dann können wir... Dann kriegt er... Das nächste Ei kriegt er ins Gesicht. So. Hab ich mir fest vorgenommen. So. Okay, weiter geht's. Oh, hier ist auch noch was. Ein weiteres Ei. Sehr schön. Dann haben wir zwei Chancen. Eigentlich drei, aber das braune Ei behalte ich lieber schön. Okay, wo sind wir denn jetzt? Oh, ja, ich weiß, wo wir sind, meine lieben Leute. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind, meine Friends. Oh ja, jetzt sind wir hier. Wir sind am See. Oh shit. Ja, da haben wir den anderen Polizisten gesehen. Jetzt wissen wir auch, was mit den anderen passiert ist. Ach du Scheiße. Ja, der wurde geopfert, damit die zwei Dorfbewohner eben übers See fahren können. Weil angeblich soll ja so ein gewisser Delago im See herumschwimmen und ja. Und niemand, der durch See fährt, kommt irgendwie lebendig dadurch oder lebendig zurück oder sowas, ne? Und jetzt wissen wir, wer dieser Delago ist. Das ist einfach so ein riesiger, gigantischer Fisch anscheinend. Ach du Scheiße. Ja. Ruhe in Frieden, anderer Polizist. Ich hoffe, es stinkt nicht so sehr in dem Magen von diesem Fisch. Ja, ganz eklig. Alter. Boah, und da bin ich auch schon gespannt, wie die das in Remake umgesetzt haben. Weil in Remake scheint man beide Polizisten ziemlich am Anfang schon zu finden. Der eine liegt dann im Keller und der andere liegt da halt ganz klassisch, der ist da ganz klassisch am Feuer, am Lagerfeuer im Dorf aufgehangen. Aufgespießt. Oder da er aufgehangen anstatt aufgespießt. Du erhältst Goldarmreif. M-Perlen. Okay. Okay, naja dann. Ja, es stimmt, hier im Remake, hier im Original ist er aufgespießt, also der ist schon direkt tot und verbrennt. Und im Remake ist er nur, ist er nicht aufgespießt, sondern, ja, ist er nur quasi aufgehangen. Weil wäre aufgespießt, dann wäre er nicht am lebendigen Leib verbrannt worden. Richtig makaber. Und, ja. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ist hier noch irgendwas Schönes? Irgendwas? Nee, ich glaube, hier ist sonst gar nichts. Also, okay, hier sind wir nun. Wir sind hier, Leute, am See. Oh ja, das dürfte den einen oder anderen bekannt vorkommen. Was heißt bekannt vorkommen? Aber halt, ja, jeder, der Resident Evil 4 kennt, wird sich garantiert daran erinnern. So, wir speichern auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. Boah, ich bin gespannt, wie die das in Remake umgesetzt haben. Jetzt mal ohne Scheiß. So. Und jetzt werde ich euch mal was zeigen. Ja, was passiert? Schaut es euch an. Alter, die Erde vibriert.
Die Erde bebt, sobald man ins Wasser schießt. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man zu oft ins Wasser schießt. Die eine oder andere kennen das, aber vielleicht kennt es der eine oder andere ja noch nicht. Und da wurden wir aufgefressen. Du bist tot. Ja, wir sind tot. Ja, genau das passiert. Da kommt dieser riesige Fisch einfach aus dem Wasser und frisst uns direkt auf. Heilige Scheiße, wie gut, dass wir deshalb gespeichert haben. Genau deshalb habe ich gespeichert. Ja, genau. So, aber jetzt machen wir halt weiter. So, aufsteigen, aufs Boot. Boah, ohne Scheiß, im VR ist das so ein geiles Gefühl. Ich weiß nicht, also manche haben ja Motion Sickness und können mit VR gar nicht gut klar, die kommen damit gar nicht gut klar. Aber im VR mit dem Boot zu fahren, oder das, was man am Ende machen muss, wenn man fliegen muss, ganz am Ende, ich finde, das macht so übelst Fun, Alter. So krass fand, also das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. So, fahren wir weiter zur anderen Seite. Oh shit! Da kommt der Delago! Da kommt dieser Fisch, der will uns auffressen! Aber er kann uns auch nicht entkommen. Denn, ja, unser Haken hängt an seiner Flosse. Das ist mal wenigstens etwas Positives, aber auch nicht ganz ungefährlich. Ah shit! Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen eventuell. Komm Leon, Leon, schnell! Schnell! Der kann uns nämlich auch sonst auffressen, wenn wir uns nicht beeilen. Oh shit! Oh shit, oh shit. Vielleicht sollten wir uns heilen. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall heilen. Auf jeden Fall. Warte mal. Hier können wir gelbes Kraut wieder kombinieren. So. Ein positiver Pluspunkt. warte mal. Wo bist du? Da bist du. So. Oh, das Blut spritzt richtig, Alter. Oh, richtig eklig. Boah, was für ein Vieh, Alter. Was für ein Monster. Ah, daneben. Shit! Nochmal daneben. Oh oh. Oh oh. Ha! Daneben, mein Lieber. Getroffen. Boah, wie das spritzt, Alter. Boah, richtig eklig. Wo ist er hin? Wo bist du? Wo? Da! Da ist er! Da bist du! Ah, voll in den Mund rein! Ah, das hat gespritzt, Alter! Na komm! Wow! Nein! Du Arsch! Schnell, schnell, Leon, schnell! Das kann sonst übel enden! Oh oh. Alter, das war ja mal erfrischend hier. Also Leon braucht nicht mehr duschen zu gehen, der hat dir reichlich Wasser abbekommen, du. So, brautes Hühnerei verwendet. Und weiter geht's! Ah, nein! Nicht schon wieder! Boah, das war jetzt knapp, ey. Na komm! Bringen wir zu Ende! Das war daneben. Das war sowas von daneben. Du bist bald erledigt. Sag tschüss! Ja.
Scheiße, ey. Was ist passiert? Ja, wir haben Telago besiegt und auf einmal spuckt Leon Blut und jetzt ist er ohnmächtig geworden, oder was? Was passiert mit ihm? Digga! Ich hoffe, denen geht's gut. Ja, okay, das war eindeutig, dass es ihm nicht so gut geht, ne? Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Ach du Scheiße, ja. Da ist der Leon einfach mal ohnmächtig geworden und er war 6 Stunden lang ohnmächtig, oder was? Obwohl, 6 Stunden lang glaube ich nicht. Seine letzte Meldung, ne, die ist ja auch ein bisschen her. Und seitdem hat er auch ein paar Sachen erstmal erlebt, ne. Seine letzte Meldung war ja da, wo er Hannigan Bescheid gegeben hat, dass die Kirche verschlossen ist. Seitdem ist die Meldung ja etwas her, bestimmt 1 Stunde dann her. Und dann nach dem Kampf mit Delago, ne, dann vielleicht 5 oder 4 Stunden in Ohnmacht eventuell. Ja, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Seltsam. Ja, und Leute, es ist, ja, wir waren so lange anscheinend am Pennen. Also, es ist, dass er war so lange bewusstlos. Jetzt ist es schon inzwischen anscheinend dunkel. Inzwischen ist es dunkel. Und, es regnet einfach schon. Es regnet einfach schon. Ja, es hat angefangen zu regnen. Ach du Scheiße, was für ein Part, ey, Leute. Oh, guck mal, hier ist eine Notiz. Anonymer Brief. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort einen El-Gigante. Sei also auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert? Ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Okay, ein anonymer Brief. Er würde mir helfen, wenn er könnte, aber er ist überfordert. Aber er gibt uns den Tipp, wie man zu Ashley gelangen kann, auf jeden Fall. Und wie man an das kommt, um die, in die Kirche zu gelangen. Ein El-Gigante, was ist das denn? Ein El-Gigante? Klingt gigantisch. ja, könnte die Notiz eventuell von Louis sein? Den wir getroffen haben, von diesem komischen Typen, der aussieht wie Jack Sparrow. wer weiß. Aber Leute, bevor es im, irgendwann weitergeht, würde ich sagen, beenden wir erstmal diesen Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Das war ja ein recht spannender Part und cooler Kampf auf jeden Fall gegen Delago. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Resident Evil 4. Bis dann. Ciao.